willkommen auf der Plattform Schweizer Leberpatientenverein Swiss HEPA. Heute mit dem Interview von Professor Dr. Andrea De Gottardi, Chefarzt Gastroenterologie und Hepatologie bei den Tessiner Kantonsspitälern. Heute mit dem Thema Morbus Wilson. Herzlich willkommen, Herr Professor De Gottardi. Dankeschön. Hallo zusammen. Meine erste Frage ist natürlich, was ist Morbus Wilson? Also Morbus Wilson ist eine genetische Erkrankung, eine Erbkrankheit. Es gibt viele Mutationen, die das erklären können. Es ist eine Erkrankung, in der die Transportmechanismen des Kupfers gestört sind, so dass Kupfer eingelagert wird, und das kann zu gewissen Problemen führen. Was sind typische Symptome dazu? Es sind Patienten betroffen, die normalerweise relativ jung sind, wo die Krankheit sich äußert oder äußern kann in Form von Lebersymptomen. Und Lebersymptome heißt häufig, dass die Krankheit schon fortgeschritten ist. Man spricht von Zirrhose oder man spricht auch von akuter Leberinsuffizienz. Und die Symptome können sehr variabel sein. Es kann von der Gelbsucht gehen bis zur hepatischen Enzephalopathie. Das heißt, dass die Patienten quasi ein bisschen durcheinander sind mit dem Kopf. Es kann sich Ascites bilden, also Wasser im Bauch bilden, und es können Probleme mit der Blutgerinnung vorkommen. Es ist aber nicht nur eine Erkrankung der Leber, es ist auch eine Erkrankung vom Gehirn besonders. Und die Patienten können Gangstörungen haben, zum Beispiel. Sie können psychische Probleme haben. Und manchmal ist es extrem schwierig zu verstehen, dass die Symptome doch zu einer Lebererkrankung zurückzuführen sind. Das heißt ja eigentlich, es ist eine Krankheit, die sehr schwierig zu diagnostizieren ist. Ist das richtig? Es ist tatsächlich so. Besonders wenn wir mit einem Patienten sind, mit Zeichen einer Leberdysfunktion oder Lebererkrankung. Wir suchen die Viren, wir suchen Alkohol, wir suchen Fett, wir suchen alles Mögliche und wir finden eben nichts. Es ist eine schwierige Erkrankung zum Diagnostizieren. Was wir zur Verfügung haben für die Diagnose, so, das sind verschiedene Messungen. Im Blut zum Beispiel messen wir das Ceruloplasmin. Das ist ein Protein, das mit dem Transport von Kupfer verbunden ist. Wir können eine Leberbiopsie durchführen, wo wir unter dem Mikroskop schauen, ob und wie die Leberzellen beschädigt sind und ob zu viel Kupfer in der Leber enthalten wird. Wir können im Urin messen, wie viel Kupfer in 24 Stunden ausgeschieden wird. Und wie ich vorher erwähnt habe, es handelt sich auch manchmal um eine neurologische Erkrankung, also eine Erkrankung des Gehirns. Und man kann mit einer MR-Untersuchung des Gehirns manchmal auch gewisse Ablagerungen erkennen. Und die können zur Diagnose eines Morbus Wilson führen. Wie wird Morbus Wilson behandelt? Es kommt darauf an, in welchem Stadium wir die Krankheit erkennen. Manche Patienten kommen, weil sie erhöhte Leberwerte haben, aber kaum eine richtige Krankheit. Man kann die Diagnose doch machen und eine sozusagen leichte Behandlung geben. Eine leichte Behandlung kann zum Beispiel Zink sein. Zink führt dazu, dass das Kupfer weniger aufgenommen wird im Darm, sodass diese Patienten weniger Kupfer haben. Wenn die Krankheit etwas mehr fortgeschritten ist,
Dann gibt es Medikamente, die Chelatoren heißen. Chelatoren sind Medikamente, die quasi Kupfermoleküle binden und neutralisieren. Das sind zum Beispiel das Penicillamin oder das Trientin. Diese Medikamente wirken sehr gut und müssen langfristig dann eingenommen werden. Es gibt auch aber Situationen, wo der Morbus Wilson als fulminante Lebererkrankung sich äußert. Und da haben wir keine medikamentösen Behandlungen. Da hilft nur eine Lebertransplantation. Ist Morbus Wilson gefährlich? Es kann sehr gefährlich werden, tatsächlich. Wenn wir die Krankheit im Frühstadium erkennen, dann können wir das in der Regel kontrollieren. Das heißt, wir finden eine Lösung, damit die Zellen nicht zu viel Kupfer speichern müssen. Es gibt aber auch Situationen, wo wir zu spät kommen. Und in diesen Situationen hilft, eben wie erwähnt, nur eine Lebertransplantation. Also meine Antwort ist eindeutig, ja, es kann sehr gefährlich sein. Wie häufig ist Morbus Wilson? Es ist eine ganz seltene Krankheit. Es ist so, dass, wie ich vorher erwähnt habe, es sind mehrere DNA-Veränderungen, also mehrere Mutationen, die mit dieser Krankheit verbunden sein können. Manche sind wichtig, andere sind überhaupt nicht wichtig. Wir wissen nicht genau, welche sind zusammen oder alleine sehr wichtig, und in der Regel lohnt es sich auch nicht unbedingt, eine genetische Untersuchung zu machen. Aber Tatsache ist, dass wir sehr selten diese Krankheit beobachten. Wer ist gefährdet? Es ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ein Morbus Wilson in der Familie schon bekannt ist, dann lohnt es sich, diese Krankheit zu suchen. Aber häufig sind diese kleinen Störungen des DNAs Mutationen, die entstehen ohne eine besondere Ursache oder eine besondere hereditäre Übertragung. Das heißt, dass in diesen Fällen ist es virtuell unmöglich, die Erkrankung zu erkennen oder zu wissen, wer ist gefährdet. Und an sich würde ich sagen, alle Patienten, die mit erhöhten Leberwerten zum Hausarzt kommen, sollten auch für diese Krankheit kontrolliert werden. Es ist ganz einfach, man misst das Ceruloplasmin, und wenn das Ceruloplasmin normal ist, am häufigsten ist es auch kein Problem. Gibt es noch weitere wichtige Informationen für diese Erkrankung? Vielleicht eine Empfehlung für die Patienten, die beobachten oder wissen, dass sie erhöhte Leberwerte haben. Es ist eine Situation, die man nicht unterschätzen sollte, weil der Morbus Wilson kann man behandeln. Und es wäre wirklich schade, das einfach nicht oder falsch zu diagnostizieren. Das heißt, es lohnt sich, das abzuklären. Es ist einfach und es funktioniert, und das kann wirklich die Krankheit vermeiden oder zumindest einen sehr milderen Verlauf machen. Und aus diesem Grund lohnt es sich, Wilson Disease zu suchen. Herzlichen Dank für dieses tolle und informative Interview und die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit, Herr Professor De Gottardi. Alles Gute. Dankeschön auch. Dankeschön.